Früher der Grund, wieso wir Kontakt hatten oder wieso ich dich kontaktiert habe. Stimmt, du hast mich kontaktiert, weil ich kommentiert habe bei dir, ja. Genau, du warst halt Zuschauer und du hast halt selber ein bisschen YouTube gemacht. Und dann war ich, der Grund war, weil ich es cool fand, dass du immer so, meine Videos waren immer trocken, langweilig und eintönig. Und ich weiß noch, dass ich, als ich auf deinen Kanal gegangen bin damals, dachte ich so, hey, du laberst wie ein Wasserfall, ich find's voll cool, lass mal zusammen machen. Dann sind meine Videos auch ein bisschen dynamischer. Dann quatschen wir, weißt du noch? Ja, Das waren ich die weiß es noch. ersten. Ich weiß es noch so gut, weil früher gab es auf YouTube ja noch PNs. Da hast du mich über eine Bro. YouTube-Nachricht kontaktiert. Boah, es hat mich so aufgeregt, dass ich das nicht mehr gefunden habe. Ich dachte so, fuck, wie kontaktiere ich jetzt die Leute? Das war voll scheiße. Ja, finde ich auch. Aber ja, genau. Und dann war ich so, okay, ja, lass mal, du stellst mir ein paar Fragen und ich beantworte die dann im Video. Das waren so die ersten Sachen, die wir am Anfang gemacht haben. Und da habe ich auch nicht gedacht, so, ja, aber ich muss erst mal wissen, woher der kommt. So, wir waren so Ja, voll, weißt du, was eben. ich meine? So, aber warte mal, aus was für eine Religion? Ah, nee, lass mal. Ja, das, falls Leute das noch nicht wissen, ne? Ich weiß bis heute nicht, aus welchem Land Ihabo oder seine Eltern oder sonst kommen. Ich habe ihn auch noch nie danach gefragt. Noch Echt? Das nie. habe ich aber, glaube ich, Nein, ich, gesagt, nein, oder? du hast es mir noch nie gesagt. Ich habe dich auch noch nie danach gefragt und es ist mir auch egal. Ja, okay. Ja, ich verstehe es voll. Ja. Es kann schon sein, dass ich dir das nie gesagt habe. Ja, es hat echt nie eine Rolle gespielt. Ja, Aber ist doch egal. ich hätte dich das schon safe tausendmal gefragt, wenn du so komisch aussehen würdest wie ich, hätte ich dich das auf jeden Fall. Klar, so persönlich ist auch kein Problem. Persönlich, so wie, ich meine, keine Ahnung. Ich nenne mich ja auch anders. Das wissen jetzt hier auch alle Zuschauer. Ich nenne mich ja auch anders. Ich habe den Namen jetzt offiziell eintragen lassen. Ich meine, im Ausweis steht mein Künstlername drin. Oh, cool. Und ich kann den jetzt überall angeben. Ich kann fliegen damit, ich kann jeden Scheiß damit machen. Das ist richtig geil. Und ich muss mich nicht mehr auch so vorstellen. Ich kann diese Falschaussage machen, sozusagen. Offiziell. Coole Sache, coole Sache. Übel, ey. Das wollte ich schon immer haben. Ja, ich habe früher auch zwar, das ist eigentlich relativ unwichtig, ich habe früher auch drüber nachgedacht, so, oh, cool, ich kann eigentlich einen anderen Namen annehmen, aber ich, keine Ahnung. Ja, es So, gibt da, manche Leute, die klar. denken tatsächlich, ich bin französisch wegen Marcel, aber. Ach so. Wolltest du den ändern? Also als Kind dachte ich mir, ja, ich meine, Marcel ist cool, aber es gibt doch bestimmt noch einen cooleren Namen, hä? Und dann dachte ich mir, Son nee. Goku. Ja. So, Naruto. Junge. Ey, ich find's auch immer so geil, diese Frage, wieso sollten Eltern den Namen aussuchen können? Weil Kinder sowas wie Blama machen würden oder sowas, oder Wie kommst du jetzt auf Ubu und Lama? Gogo. Weiß ich nicht, weil ich meine, wenn du als Kind dir deinen Namen selber aussuchen könntest, Junge, jedes Kind, keine Ahnung, es gäbe so 40-jährige Leute, die sagen so, ich bin so ein Idiot. Wieso habe ich mich Bongo genannt? So, weißt du, Ich was finde ich das meine? auch so geil. Und mit unserem Lehrer haben wir an unserem letzten Schultag genau dieses Thema gehabt. Und dann haben wir am Monitor so vorne nachgeschaut, die lustigsten Namen, die in Deutschland abgelehnt wurden. Also weil die so verrückt waren. Die Liste besteht aus Wörtern wie Whisky, Waldmeister, Desperado, Crazy Horse. Und Markennamen wie Porsche und Gucci. Ach So geil. geil. Hey, gibt's sowas wie Warte noch, wie bei How I Met Your Mother? Da gab es mal diesen zweiten Namen, Warte noch. Also Barney hat immer Wait for it gesagt, wenn's irgendwas voll Ach krass so, ist. ja, How Hat I Met immer Your so Mother, klar, kenn ich dieses hier. Legendary, dieses Wait for it. Und Ja, da hat der Marshall gesagt, er soll sein Kind mit zweiten Namen Warte noch, also Wait for it nennen. ja. Das ist auch so witzig. Namen, die abgelehnt wurden, da gab es bestimmt Anime-Namen, oder? Oder gibt's doch sowas, gibt's sogar. Also ich glaube tatsächlich, wenn du dein Kind Son Goku nennen möchtest, das ist ja jetzt nett. Ich meine, ist halt ein Ach asiatischer so. Name. Hä, abgelehnte Vornamen in Deutschland, Pfefferminzer. Ah, hast du die Liste auch gerade offen? Ja, und vor allem Mandy, für einen Jungen darfst du nicht nehmen. Warum? Stell dir mal Geil. vor, dein Name ist so schlecht, dass er illegal ist. Popo, ey. Ja, ich würde meinem Kind auch so richtig was Gemeines antun, glaube ich. Ja, so Irgendwann. dass es den Rest seines Lebens gehasst wird, ne? Ja, so wie das Kind von Elon Musk, der hat so Zahlen in seinem Ja, Namen. ich hab's nicht gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Batman! Ey, Satans Braten fände ich auch witzig. Schau mal vor, gehst du in die Mall. König? König? Kommst du, König? Der Der kleine kleine König König will will vom vom Spieleland abgelöst Genau! Der kleine Herzog! werden. Baron. Was mich noch mehr schockt ist,
Welche Namen Standesämter inzwischen akzeptiert haben, ist nicht weniger verwunderlich. Sexismus, Ronny? Was? Okay, alles klar, ja, geil. Hey, ich glaube, das kommt sehr stark aufs Standesamt an, an dem du das eintragen lässt. In englischsprachigen Ländern gibt es ja viele englische Namen, so wie Crystal oder Sydney ist, glaube ich, auch ein beliebter Name. So. Das gibt es tatsächlich viele. Ich hatte mal einen in der Klasse, die ist tatsächlich Amerika. Nee, in deiner Klasse, in Vornamen. Ja. Und aber war das zu einem. Stolz drauf. Die war stolz drauf. Ja, die hat ja immer so Amerika-Shirts an. Pumuckl, Tarzan, Winnetou, Schneewittchen. Ich finde auch voll geil. Cinderella-Melodie. Melodie. Cinderella-Melodie, Doppelnamen. Sehr geil. Aber ja, ich habe ja noch Zeit. Ich werde mein Kind auf jeden Fall so einen krassen Namen geben. Sexismus, Ronny. Sexismus, Ronny, auf jeden Fall. Ronny klingt auch so ein Pornoname. Genau, ich habe auch gerade so einen Typen vor meinem geistigen Auge gehabt mit so einem Pornobalken. Ja, Mann, schon ein bisschen, ja. Ronny ist ja. So ein Anime-Name oder was. Super Saiyajin. Vegeta. Vegeta. Aber sowas, was so alt ist, dass es auch fast niemand mehr kennt. In der Zeit dann. Shin-chan. Frif Shin-chan, ja. Geil! Vegeta, hör auf, deinen Bruder Goku zu mobben. Kannst du dir vorstellen, dass du nennst dein Kind Sasuke, aber du sprichst ihn nur Sasuke aus? Also Ärger. Und dann streiten sich alle über deinen Namen. Ja, Mann, stimmt. Ja, ja, aber er sitzt deutsch, deswegen heißt es Sasuke. Oh Mann. Was ich in Dings wirklich cool fand in Japan, dass die mich alle Ihabu-san genannt haben. Es war so geil. Es war so Premium. Ja, aber du hast dir doch alles San genannt, oder? Nein, ich habe den dummen Ausländer gespielt, die ganze Zeit. Ich war so richtig, deswegen konnte ich auch meine Chefin immer so persönlich ansprechen, ohne dass jemand sich so angegriffen gefühlt hat. Die haben mich halt so behandelt, ne? Also die haben es halt gesagt, weil sie es nicht anders kennen. Und ich habe so getan, als ob ich mich mit diesen ganzen Sachen nicht auskenne. Und deswegen war ich halt auch immer ganz cool mit meiner Chefin, weil ich der halt einfach ganz normal angesprochen habe. Ich war halt der Einzige, der zu ihr Sachiko gesagt hat. Krass. Das ist einfach so. Und dann waren die halt alle auch cool damit. Das ist ja der Ausländer. Ja, der Gaijin, ey.